Sky? Okay, jetzt höre ich mal da ein bisschen Ton unten. Lädt es am besten? Ich hoffe, man hört den Ton auch. Ich hoffe, ich bin auch nicht zu laut. Ich lasse mich da noch überraschen. Leere Quittung. Die Kaufquittung war leer. Möchtest du die Quittung aktualisieren? Ich klicke jetzt einfach mal schnell auf Aktualisieren. Weil da beginnt nämlich schon was. Hä? Sie sagt, es ist ein Play-Button. Ja, voll. Okay, ist ja merkwürdig. Okay, drücke jetzt einfach mal A, mal schauen, was passiert. Okay. Ah, drücke A, um anzufangen. Okay, gute Schrift, die man dort noch schön lesen kann. Das Spiel hat auch eine Storyline. Und die wird jetzt wahrscheinlich auch beginnen. Wie schon gesagt, kostenlos für iOS, Android und Nintendo Switch. Und ich spiele hier auf der Nintendo Switch. Jö. Gestrandet irgendwie hier. Verwende den rechten Stick, um dich umzusehen. Okay. Jö. Mhm. So, da hinten ist irgendwie Licht angegangen oder so. Verwende den linken Stick, um zu rennen. Okay, also der bewegt sich schon relativ schnell. Wenn ich den Stick langsam nach links drücke, dann läuft er und ein bisschen schneller, dann rennt er sogar schon. Also es gibt keinen Rennbutton oder so. Momentan haben wir hier auch ein ziemliches Unwetter. Mhm. Und da haben wir Tore irgendwie hier, die einfach geöffnet sind. Ich laufe jetzt einfach mal zu diesem Tor, das hier jetzt da geöffnet wurde. Dort müssen wir vielleicht hin. Insel der Dämmerung. Bist du auch dort? Ja, ich bin auch vor dem Tor. Okay, laufen wir mal dort rein. Okay, mal schauen. Das Spiel möchte anscheinend, dass wir dort wahrscheinlich dort vielleicht dort gleich dorthin gehen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch hier noch etwas noch versteckt gehabt hätte. Wow, was haben wir denn hier? Mystische Musik hier. Sehr unheimlich hier gehalten, wie so eine verlassene Welt hier auch. Boah, sieht aber echt cool aus. Ja, also der Grafikstil, also der Artstil und so ist ziemlich speziell. Und es läuft ja irgendwie auch keine Musik, es ist einfach so ein bisschen so... Ja, man hört den Wind rauschen. Und nach rechts oder links kann ich jetzt nicht... Also mit dem rechten Stick mich da bewegen, einfach nach vorne laufen, ne? Laufen wir einfach dann meistens so nach vorne. Ah, nach rechts kann man da sich auch ein bisschen bewegen. Okay, kann ich auch hier springen mit B, A. Ah, mit A. Ah, mit A konnte ich da irgendwas machen, aber ich folge jetzt einfach mal ein bisschen so dem Weg hier. Da vorne ist mir so ein bisschen so... Ich weiß nicht, ist ziemlich unheimlich hier gerade. Da hat es auf der linken Seite, siehst du auch schon die erste Kerze, also die ersten drei. Die Geister dieses Reichs haben lange auf deine Ankunft gewartet, okay? Ich bin auch da. Hier steht Y und auf dein Licht. Und wir sind irgendwie so ein bisschen so wie so Lichtwesen hier. Drück ich mal Y. Okay. Guck ich das erste Licht hier? Okay, da sieht man irgendwie so eine... Als die Sterne vereint waren, war unser Licht grenzenlos. Ah, da erlebt man gleichzeitig noch die Geschichte hier. Und gemeinsam lebten wir im Einklang. Mhm. Also etwas mit Licht hier zu tun. Nehme ich mal das Lichtchen da mit, die Kerze, und laufe mal zu dem nächsten. Die können wir auch wieder hier mit Y einfach anzünden. Eine... Ah, der macht das gleich automatisch, mega cool. So einmal Y drücken und der zündet die hier schon an. Ja, das ist noch gut gemacht. Als Geister wurden wir bald viele. Und wir erschufen unser Zuhause hier in den Wolken. Mhm. Den Wolken also. Laufen wir da weiter. Wir sind Sternbild da oben rechts. Da hat es wieder eine Kerze unten zu sehen. Muss man sich ein bisschen auf den Boden achten hier. So. Und
Da haben wir wieder so eine Art so ein Sternbild oder halt so eine Wandmalerei. Doch die Dunkelheit kam und die Sterne fielen. Okay, das ist so die Story, wo man hier gleichzeitig und mit ihrem Licht schwanden auch wir. Okay. Da hat es nochmal... Ah, drücke B, um zu springen. Okay, das ist so ein bisschen Tutorial-Style her. Bin ich jetzt gesprungen? Ah. Jetzt... Da ist eine leichte Verzögerung her. So, die zünden wir auch mal hier an. So, viel Zeit ist vergangen, nun rufe ich dich. Also Sprachausgabe gibt es nicht, aber dafür auch nicht viel Text. Geh nun, Kind, führe unsere Geister zurück zu den Sternen. Okay. Dann laufe ich da ein bisschen weiter. Da kann man mal hochspringen. Okay, wow. Okay. Boah. Sieht mega schön aus. Erinnert mich ein bisschen leicht an Breath of the Wild mit dieser Plattform, wo man so weit nach vorne sieht. Komm näher, damit ich dich auf diese Reise schicken kann. Okay. Redet da jemand mit uns die ganze Zeit? Ja, scheint so. Und drücke B, um zu springen einmal. Ja, muss ich jetzt da runterspringen? Hä? Sprung. Okay, er ist runtergegleitet. Ich hab gedacht, vielleicht müsste man fliegen oder so. Das ist wirklich so eine richtige... Hast du auch gedacht, ne? Das ist eine richtige Traumwelt hier. Laufen wir mal zu diesem Menschen oder was auch da vorne wieder ist zu sehen. Y, Händchen geben. Ja. Das geflügeltes Licht lässt dich höher fliegen. Geflügeltes Licht. Ich glaube, das ist jetzt so eine Art Gleiter, oder wo wir jetzt das erhalten. Nächster Level 1. Drücke X, um deinen Umhang auf deinen neuen Level zu bringen. X. Okay. Mega cool. Ist eigentlich noch speziell gemacht, hier so eine Animation für so einen kleinen Umhang eigentlich hier. Endlich bist du bereit, mein Kind. Mein Kind? Beginne, indem du den Ruf des Tempels folgst. Den Ruf des Tempels. So. Halte B gedrückt, um Energie zu verbrauchen und aufzusteigen. Wow, wie ein Vogel. Mega cool. Ah, oben läuft sowieso eine kleine Leiste so nach oben, wenn der Mantel so voll ist. Wenn du verirrt hast, drücke A, rufe dein Licht und enthüllt den Pfad. Was, wenn du dich verirrt hast, drücke A. Ah, das heißt, das ist aber noch eine kleine Hilfe. Wenn ich A drücke, dann zeigt das mir immer dorthin, wo ich eigentlich hingehen muss. Das heißt, ich kann einfach A drücken und dann zeigt es mir dorthin. Ich könnte eigentlich so nach hinten, nach oben rechts laufen, wenn ich möchte. Aber das bringt mich dann nach hinten. Also gehen wir dorthin, wo ich eigentlich hin muss. Weil das ist wahrscheinlich eh so eine freie Ebene hier. So eine Wüste. Ist noch geil, ich kann während dem Rennen kann ich einfach fliegen. Wisst ihr, was mich... Es erinnert mich leicht ein bisschen an Super Mario irgendwie. So mit dem Mario, mit dem Cape irgendwie. Ich weiß auch nicht so früher, dass Mario, weil Mario so schnell rennen kann und der zieht da auch irgendwie so nach oben. Aber jetzt ist das nicht aufgeladen oben, die Energie. Dort nach vorne müssen wir in die Mitte. Ah, Zwischensequenzer. Ja, dort ist irgendwas verschlossen. Hast du auch gesehen? Ich bin immer noch unterwegs mit dem Kind dort. Ah, okay. Ah, jetzt. Ja, jetzt bin ich auch da. Okay. Ist auch eine Zwischensequenz kurz gekommen. Ja. Okay, also dort, wenn wir dorthin laufen. Wow, da kann man runterrutschen. Schneller rennen kann hier gerade nicht. Sag mal hier, wenn ich da nach oben gehe. Mal sehen, was jetzt passiert. Weil jetzt sind wir da bei der Tür und jetzt steht hier Y mit einer Kerl, mit einem Licht. Bist du auch dort etwa? Die Story läuft noch. Okay. So, und jetzt drücke ich mal hier schnell Y. Okay.
Oh, Geister erhellten einst den Himmel und verbanden unsere Reiche. Interessant. Zwischensequenz. Ah, da vorne ist auch noch etwas. In Tempeln geleiteten unsere Ältesten in Richtung Himmel. Mhm. Doch jetzt ist ihr Licht erloschen. Okay. Das ist so eine versiegelte Tür auch gerade. Ja, voll. Erwecke die noch immer in diesem Reich verlorene Geister, damit sie weiterreisen können. Okay, also wir müssen Geister erwecken, damit sie weiterreisen können. Und jetzt hat es so eine Animation gehabt, wo wir jetzt wahrscheinlich dorthin gehen müssen. Wenn ich jetzt A drücke, ja, dann leitet es mich hier nach oben, aber das ist falsch. Das heißt, ich muss jetzt zuerst mal hier zu diesem Menschen hin wahrscheinlich. Hm? Weil jetzt habe ich so eine Kerze in der Hand. Ich weiß nicht, hatte ich sie schon vorher auch? Nein, ich hatte die Kerze vorher nicht in der Hand. Hallo du da, was ist los? Hör! Folge dem Geist und seinen Erinnerungen noch einmal zu durchleben. Wow, mega krass. Seine Erinnerung durchzuleben. Okay, das war creepy. Ja. Ich laufe jetzt mal dorthin, zu denen hin. Hallo? Okay, habe ich den eingesammelt? Da unten ist auch noch einer, okay. Ah, das scheint ein Wissenschaftler gewesen zu sein. Und da vorne, das könnte vielleicht so ein Lehrer vielleicht gewesen sein oder so mit seinen Schülern. Und ich glaube, einer fehlt mir noch. Oh, ich laufe ein bisschen weiter nach vorne, oder das ist das, oder nicht? Auf der linken Seite sieht man eben so ein Dings. Ah, jetzt hier, jetzt ist das voll, der Kreis auf der linken Seite. Ja, bei mir auch. Okay, und da vorne ist irgendwie so eine, ein schwarzer Geist hier, mal sehen. Wow, cool. Wenn du dich verirrt hast, drücke am Ruf. Ja, habe ich ja. Wow. Okay, Licht in Höhlenpfad, okay. Okay, jetzt sieht man so irgendwie, was dort passierte irgendwie. Hä? So eine Geschichte hier. Mhm, okay, sie zeigen nach vorne, drücke ich mal Y hier. Das sieht cool aus. Geht? Ja, okay, gut. Vielleicht habe ich hier jetzt so eine Art Emote jetzt gelernt. Diese Geister wartet dich mit einem Zeichen der Dankbarkeit beim Tempel des Ältesten. Oh, beim Tempel des Ältesten. Also ziemlich spannend hier schon der Start des Spiels. Und viele Zwischenanimationen gleich auch. Finde ich eigentlich noch cool. Oh. Okay, oben auch eine 4. Drücke X, um eine neue Fähigkeit freizuschalten. Machen wir doch gerne. Aha, das ist das Menü. Nutze diesen Ausdruck, um mit anderen Spielern zu kommunizieren. Wie? Was? Mega cool. Wie komme ich nach oben? Ah, mit dem rechten Stick kommt man nach unten. Na, für die Leute, die dann auch auf der Switch spielen. Weil auf dem Handy toucht man wahrscheinlich auf die Sachen drauf. Das heißt, hier, das ist die Geste hier nach kommunizieren. Hier geht's nach vorne. Und das hier, was ist das hier? Beten, oder was? Okay. Und das andere weiß ich jetzt da noch nicht. Ah, oh, da ist noch Info. Rechter Stick. Verwende diese Ausdrücke, um mit anderen Spielern zu kommunizieren. Möchtest du gerne über Ausdrücke erfahren? Nein, jetzt gerade nicht. Aber man kann die Info immer wieder einschalten. Ja, genau. Man kann immer wieder neu darüber wahrscheinlich die Information da holen. Okay, dann laufen wir mal noch hier noch schnell nach vorne. Zu diesem Portal oder Brücke, wo jetzt da geöffnet wurde, zu diesem Schloss. Hier steht jetzt 1 von 1 und Y gleichzeitig. Ich sag das jetzt extra, dass Sandra immer ein bisschen auch weiß, wie weit ich bin. Halte B gedrückt, um Energie zu verbrauchen, um aufzusteigen. Okay. Ist eigentlich noch cool gemacht hier. Da vorne wartet jemand auf uns. Ist auch schon bei dem? Ja, jetzt gerade angekommen. Okay, Y wieder hier mit der Hand. Das ist richtig magisch. Oh, nächste Level 2. Okay, also das heißt, der Umhang, der wurde hier wie gelevelt. Drücke X, um deinen Umhang auf einen neuen Level zu bringen. Okay. Ja, cool. Okay, der hat jetzt so wie einen zweiten Flügel erhalten hier. Also zweiten Flügel. Er hat zwar schon einen normaler Umhang, aber oben sieht es aus wie so zwei Flügel. Halte B gedrückt, um Energie zu verbrauchen. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwo weit nach oben zu fliegen, oder wie?
Wow, mega cool. Okay. Okay, das sieht echt mega schön aus. Kann man in der Luft auch noch mal B drücken? Ich trau mich gar nicht. Ich drücke einfach jetzt noch mal B, mal schauen, da vorne ist ja auch noch einer. Ja, um noch mal höher aufzusteigen, okay. Okay. Drücke hoch und was drücke, um hoch zu fliegen? Und, ah, runter, um einen Sturzflug. Ah, das heißt, so kann man nach oben und nach unten fliegen, so ein bisschen sowieso Schub zu holen, so runter und hoch. Okay. Liebe Mario. Ja. Mario 64. Genau. So, da unten rennt jemand. Auch immer das gerade ist. Wer bist du? Ich weiß es nicht. Es wäre noch lustig. Okay. Es wäre jetzt noch lustig, aber wir sind ja noch nicht verbunden oder so. Aber da läuft ja, bist du das? Wahrscheinlich nicht, ich oder? Ich glaube schon. Außer es sind andere, ja, sind ja hier, wie schon gesagt, in diesem Spiel sind zum Teil ja noch andere Spieler. Du bist jetzt durch das Tor, oder? Noch nicht. Okay. Du schon. Also siehst du, dass einer vor dem Tor stehen geblieben ist, oder nicht? Jetzt gehe ich vor das Tor, jetzt bleibe ich stehen. Okay. Siehst du mich da wahrscheinlich noch nicht, oder? Weil ich stehe vor dem Tor eigentlich. Okay. Geht's weiter. Erwecke den Ältesten des Tempels, indem du das Licht der Altäre wiederherstellst. Okay. Jetzt noch andere hier. Jetzt muss ich mir beten hier. Okay. Erwecke das Licht hier. Der Altäre. Okay. Zwischenanimation, ja. Hallo. Siehst du den auch jetzt? Ja, ich habe auch eine Zwischenanimation. Okay. Da hat auch wieder hier das Licht der Kerze genommen. Wow. Okay. Ich finde es geil, so Spiele mit so Lichteffekten und so, finde ich mega cool. Die Leute, die natürlich auch gerne alle Folgen anschauen möchten, guck mal auch in der Playlist dann nachher nach. Unter Sky, Kinder des Lichts, dort werden alle auch abgelegt. Erwecke den ältesten Dämmel in der Sicht, das habe ich ja gemacht jetzt, ne? Dein, das ist so verschwunden. Okay. Dann ein paar Zeichen in der Luft. Sehr mystisch gemacht. So, kann ich wieder aufstehen, fertig mit dem Gebet. Oh. Jetzt öffnet sich die Türe. Ist auch dort, wo sich die Türe öffnet. Reise weiter ins nächste Land. Die anderen Vorfahren und Ältesten warten darauf, dass du sie erwächst. Okay. Wow. Bist du auch dort, oder? Wo du die Tür geöffnet hast? Ich habe noch keine Zwischensequenz, also ich bin noch dran. Okay. Hier steht drücke B, um zu springen. Okay, das heißt, wir jumpen mal hier in die Luft. Nee. Oh. Aber ich muss drauf gedrückt halten wahrscheinlich, ja. Weil wir fliegen jetzt irgendwie durch... Keine Ahnung, wodurch verwende den linken Stick, um zu steuern. Das mache ich ja. Hilfe, ich stütze ab! Achtung! Ich stütze fast ab hier. So, Y steht hier auch noch. Was war das hier mit Y? Da war irgendwas noch mit Y. Hey, ist mega krass, das Reich hier. Fliegen durch die Wolken, drücke noch hoch, um zu fliegen. Ja, das mache ich auch die ganze Zeit. So. Jetzt zieht es mich nach oben. Jetzt zieht es mich nach oben, lol. Irgendwie bin ich nicht so richtig nach oben vorher gekommen. So, oh, Zwischenanimation. Sky, jetzt fängt der Film erst an, Leute. So. Ja, ist so.
und halte B gedrückt. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr B gedrückt halten hier manchmal. Wenn deine Umhangenergie aufgebraucht ist, solltest du in der Nähe von den Wolken oder Kreaturen fliegen, um sie wieder aufzuladen. Ah, okay. Wieso kann ich durch die Wolken... Ah, durch die Wolken bekomme ich wieder Energie und dann kann ich wieder B drücken, oder was? Okay, das heißt Wolken, wo muss ich da hin? Okay, flieg wie ein Vogel. Ah, mit R kann ich, glaube ich, so wie nach oben aufsteigen. Der hat so richtig nach oben. Genau, Flug in den Flugmodus umzuwandeln steht hier. Okay, ich bin da noch irgendwie in den Wolken oder so. Ja, ich warte nachher. Ah, oder muss man da nach unten gehen, unten durchgehen? Da unten ist so wie so ein Weg. Muss man da durch den Dings, da durch die Schlucht hier durchgehen? Weil da vorne ist... Ja, jetzt bin ich richtig. Mal schauen. Ja, jetzt kommt bei mir auch so eine Wolken. Andere Älteste warten in einem fernen Tempel darauf, erweckt zu werden. Okay. Sollen wir die Ältesten da ein bisschen erwecken? Erweckt zu werden. Mhm. Stelle sie wieder her, mein Kind. Wir werden dich im Licht erwarten. Okay. So, jetzt haben wir da unten jemanden da zu sehen. Hallo, hallo. Und drücke B zum Springen, haben wir hier oben Einstellungsrad. Mal sehen, wie komme ich zu diesem Einstellungsrad hier? Plus, glaube ich. Ja, Plus. Plus das Einstellungsrad, okay. Hier sieht man so ein bisschen alles hier aufgebaut. Ich glaube, wir machen es so, wir machen hier einen kleinen Schnitt und sehen uns nachher in der nächsten Folge wieder. Dein erster Eindruck gerade? Also bis jetzt finde ich es mega schön gemacht. Okay. Also empfiehlst du es den anderen auch? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Okay. Und für die alle anderen, wo jetzt auch zugeguckt haben, wenn ihr mehr davon sehen möchtet oder mich ein bisschen unterstützen möchtet, dann smash auch noch einen Daumen nach oben auf dieses Video oder lasst ein Abo da, falls du hier zum ersten Mal auf meinem YouTube-Kanal bist. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Sandra. Tschüss.